Leute, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zur Epic Fail Saga, die Sage vom Heldentod. Das letzte Mal hat sich ja alles überschlagen, drunter und drüber hat sich fast die Beine gebrochen und rennt jetzt hier in der Stadt durch die Gegend. Ja, unser guter Garn hat sich verwandelt. Der Plan des komischen Lords ist aufgegangen? Fragezeichen. Naja, eigentlich sollte er ihn ja umbringen, aber naja, Lady Ariad hat da wohl was anderes im Sinn gehabt. Und jetzt rennen wir hier durch die Gegend, gejagt von der Stadtwache, alles in Aufruhr. Tja, wo sollen wir nun mit der Suche anfangen? Die Stadt ist riesig. Die komplette Stadtwache sucht nach dem Monster. Das Vieh kann sich nicht ewig verstecken. Das stimmt. Da mag die Stadt noch so groß sein. Irgendwann läuft es das Biest einem Wachtrupp in die Arme. Garn ist sicher auch schon auf dem Weg nach diesem Monster. Und sucht es. Er wird kurz einen Prozess damit machen. Wir sollten uns den Männern anschließen, damit wir nicht wie Feiglinge dastehen. Sieht so aus, würde denen ihr Gesicht brennen. Die gesamte Stadtwache sucht nach mir. Ich muss einen Weg finden, wieder normal zu werden. Auch wenn ich die Stadt dafür vorübergehend verlassen muss. Ich muss den Wachen aus dem Weg gehen. Es muss einen Weg geben. Mit der Shift-Taste kannst du nun möglich rennen. Halte umgedrückt. Oh Gott, wo ist die Shift-Taste? Oh Gott, ich habe drei Controller. Ich darf auf keinen Fall in die Sichtweite der Fackeln kommen. Sonst sehen sie mich sofort. So. Ah, okay, sehr gut. Die Bumper-Tasten. Die Schultertasten sind meine Rennentaste. Sehr gut. Ich bleib mal hier stehen. Könnt ihr mich sehen? Ich stehe genau hier. Ihr sucht mich doch, oder? Die Frage ist, wo renne ich am besten hin? Ich frage mich ehrlich gesagt aber, wie der Sichtkegel aussieht. Halt! Kein Schritt weiter, du Ungetüm! Da lag er nun. Er nahm noch einen letzten Atemzug, bevor ihm seine Waffe endgültig aus den Fingern glitt. Hey, was regst du dich so auf? Ich meine natürlich den Gegner von Garn. Hätte der überhaupt eine Waffe? Egal, es geht weiter, hör zu. Nein, so ist das nicht passiert. Das lief ganz anders. Ja. Diese Wache hat ein sehr, sehr komisches Sichtungsmuster. Das ist random, das ist ja fies. Mist. Goddammit. Ja. Ich weiß, ich hab verkackt. Aber ganz im Ernst, ist eine Stelle, die nicht wirklich zum Sneaken geeignet ist. Da sind viel zu viele Wachen. So. I'm Bunny Snake. You can't keep up with me. Wo denn? Wer denn? Ich habe das Gefühl, dass das noch etwas länger dauern könnte, meine Freunde. Oh, Jesus. Okay. So. Okay, sprich, wenn der hochguckt, sieht er mich auf jeden Fall auch. Jetzt. Wer hat mich denn da gesehen? Ich raff die Sichtkegel nicht. Okay, nochmal. Nochmal! Dummdi. So, jetzt bleib mal hier stehen. Das war klar, oder? bis gleich. Ah, na, das wird ja witzig. Ich werde dem Kerl kann ich definitiv nicht entgehen. Dem da rechts. Natürlich nicht! Ah! Ach, und da seht ihr mich nicht. Na, das ist ja ein bisschen spanisch, findet ihr nicht auch? Moment mal. Ja, da kommt man ja eh nicht weg. Ah! Da ist ja eh eine Sackgasse. Blut tropft zu Boden und langsam pocht das Herz des Helden immer leiser, bis es schließlich aufhört zu schlagen. Was ist? Achso, ich verstehe. Du stehst wohl eher auf Popcorn Happy End. Na gut, ich will mal nicht so sein. Okay, links lang.
Habe ich tatsächlich jetzt erst geschnallt, wie das funktioniert? Ich raste aus. Ich raste aus. Das heißt, es ist völlig egal, wo die hingucken. Es ist völlig egal, wo die hingucken. Ich darf nur nicht im Lichtschein sein. Ist das doof? Ihr seht mich nicht. Ihr seid doof. Ihr seht mich nicht. Na, ich weiß nicht, ob ich das so gelöst hätte. Aber gut. Gab es Vorkommnisse? Nein, Herr Hauptmann! Bisher ist alles ruhig! Werdet auf keinen Fall nachlässig. Monster sind unberechenbar. Behaltet die Brücke im Auge. Jawohl, Herr Hauptmann! Na, diese Brücke ist absolut perfekt überwacht, würde ich sagen. Deswegen gehen wir durch die Kanalisation. Oder wir schleichen hier drüber. Nein? Doch? Minigame. Zum Glück ist das eins meiner Lieblingssachen. Reaktionsspiele kann ich ja sehr gut, wie wir ja seit Wolfenheim wissen. Dumm. Ha! Flawless Victory. So. Bye bye. Ah, okay. Ich weiß es nicht, dass ich so lange gebraucht habe, um zu schnallen, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Schleichen. Weil im Grunde ist es ja eigentlich kein traditionelles Schleichen, sondern einfach nur ausweichen. Ja, okay, von mir aus. So, da lang. Okay. Wird einem halt ein bisschen schlecht dargestellt, finde ich. Gerade weil es eben nur um die Fackelscheine geht. Ich weiß, es wurde so erklärt, aber eigentlich haben die auch ein Sichtfeld. Oder wie seht ihr das? Diskussion in die Kommentare runter, Freunde. So ein Mist. Sie überwachen alle Straßen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das ist aussichtslos. Na. Hey du, ich kann dir helfen. Folg mir in die Kanalisation. Eine sprechende Ratte? Aber so seltsam es auch klingen mag, ich habe wohl keine Wahl. Tüp, tüp, fumm. Oh. Okay. Super 17 kann mir sagen, was er will. Das hier ist komplett von Terranigma inspiriert. Komplett, vor allem die Kletteranimation. Never mind, wir sind in einem Unterwassersystem, das aus Terranigma ist. Auch finde ich cool, gefällt mir. Ich liebe dieses Game. Oh, verdammt, das war knapp. Um Haaresbreite hätten mich die Soldaten erwischt. Wie konnte das nur passieren? Was hast du dir nur dabei gedacht? Du weißt doch, was die Menschen mit einem Animalka machen. Was meinst du? Und was sind Animalka? Anime-ka, Milka? Du bist ein Animalka? Animalka sind eigentlich die Menschen, die nur einer animalischen Natur entsprungen. Bläh. Die Menschen töten die Animalka. Daher verstehe ich nicht, wie du so blöd sein konntest, dich in der Hauptstadt der Menschen blicken zu lassen. Nun, also, ich weiß es nicht. Ich sollte besser nicht sagen, dass ich vor kurzem noch ein Mensch war. Ach, vergiss es. Ich bin übrigens Ratzinger. Und wie heißt du? Ratzinger. Ich heiße Gunn. Danke für deine Hilfe, Ratzinger. Aber was machen wir nun? Die Kanalisation verläuft unter der gesamten Stadt. So können wir still und heimlich fliehen. Wenn uns die Soldaten folgen wollen, dann müssen sie einen anderen Weg finden. Sie passen nicht durch den engen Schacht mit der Kette. Naja, der war eigentlich ganz schön breit, muss ich sagen. Gut, dann lass uns gehen. Einverstanden. Lass uns keine Zeit verlieren. Ratzinger versteckt sich in ganz Tasche. Und die Fledermäuse hat ADS! Ich möchte erst speichern, weil das ist hundertprozentig ein Kampf. Tschup. Oh, doch nicht. Auch nicht schlimm. So, wir rasen durch die Gegend. Ja. Also wirklich, die Tilesets, also das ist doch alles aus Terranigma, oder? Oder was ähnlichem, kommt schon, Freunde. Ihr wisst, was Sache ist. Schreibt's mir in die Kommentare runter. Zumindest ist, wenn nicht, ist der Vibe extrem angelehnt. Aber ich meine, das hier wiederzuerkennen. So, wo sind wir? Da. Ah, wann kommen eigentlich die ersten Kämpfe? Oh, Truhe. Die gefällt mir, sieht cool aus. Kanalschlüssel erhalten. Na, Knochenberg. Hast du schön aufgepasst?
spende die Wachablösung, ne? Weißt du Bescheid? Dumdidu, zack. Speichern und rennen wir. Ich bin froh, dass das Rennen eigentlich nichts kostet. So. Kanalschlüssel verloren. Naja, ich hätte benutzt und zerbrochen vielleicht geschrieben. Irgendwie neigen solche Schlüssel immer dazu, verloren zu werden. Aber ich denke, ich weiß, was damit gemeint ist. Ich glaube, jetzt habe ich komplett den Verstand verloren. Dann will ich mir doch nicht erzählen, dass du zum ersten Mal einen Geist siehst. Geist! Ja, was dachtest du denn, was das ist? Keine Ahnung. Ich dachte mir, sind die exotischen Gerüche zu Kopf gestiegen, mir oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage. Irgendwie finde ich den Geist gar nicht so gruselig. Geister sind, sind verlorene Seelen. Die haben andere Sorgen, als Leute zu erschrecken. Nun lass uns aber keine Zeit verlieren. Ich kenne den Weg hier raus. Ja. Mit der 1-Taste Ratzinger einen Rat zur Hauptweste abgeben. Solltest du also nicht wissen, was zu tun ist, frag doch Ratzinger. Nun, die nutze die Funktion, die Kanalisation ohne Umwege zu verlassen. Geistigu? Ah, weg ist er. Nee, was ich meine ist, ich denke, das ist auch eine kleine Parodie auf, dass eben Sachen wie Stemmeisen nach einigmaligem Gebrauch zerbrechen und auch Schlüssel nicht mehr im Inventar sind. Denn, naja, man könnte ihn stecken lassen, so ist, aber eigentlich würde ich die Türen damit verschließen und den Schlüssel mitnehmen. Was meint ihr dazu? Nette Parodie oder ungünstig gelöst? Ab in die Kommentare, Freunde. Ihr wisst, was Sache ist. Nö, aber ich möchte Ratzingers Hilfe erstmal nicht beanspruchen. Oh genau, wir haben das Menü noch nicht gecheckt. Natürlich, Level 1 jetzt wieder. Da wir ja nicht wissen, was dieses Licht mit uns gemacht hat. Wir könnten ja alles verloren haben. So, jetzt können wir uns auch mal ein bisschen mehr anschauen, was wir hier so haben. Wir haben nichts dabei. Absolut nichts. Nicht schlimm. Techniken? Haben wir keine. Wir sind völlig talentfrei. Zaubern können wir auch nicht. Nein, bleib im Menü. Schön im Menü bleiben. Glyphen. Brust. Rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Alle ablegen. Glyphen. Ob das dann so ein bisschen Final Fantasy 7 mäßig wird? Na, das sehen wir dann. Talente. Oh, wir haben Talente. Ich dachte schon, wir sind völlig talentfrei. Wahnsinn! 5 Trefferpunkte. Garn ist in der Lage, schwache Gegner zu sehen. Geister. Ja, ich kann auch nur schwache Gegner sehen. Die starken, ja, die trampeln mich immer nieder. Status. Die Zeichnung gefällt mir. Nettes Artwork. Talentierter Schwertkämpfer, der nicht mehr talentiert ist, da er keine Talente mehr verfügt. Beflügelt. Hand, Finger, Hals, Stärke, alles klar. Wir können doch nicht wechseln. Natürlich nicht. Meister? Schülermeister. Ah, okay. Vergesst übrigens auch nicht, dass wir eine Demo spielen, Freunde. Das bedeutet, dass eben hier... Naja, dass wir eben... Oh... Well, es ist toll, wenn die Abbruchtaste gleichzeitig auch bestätigt. Na, meine Freunde, war das nicht mal wieder besonders dämlich? Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Oh Mann, das finde ich ungünstig. Ich habe die Escape-Taste gedrückt. Aber gut, sei's drum. Nicht so tragisch, da ja ein Speicherpunkt davor war. Trotzdem nicht so optimal. Das Schloss ist verrostet. Gut, dann drücken wir mal die 1-Taste. Wir müssen nach Osten. Danke, offensichtlich, da könnte es nicht sein. Wobei ich das nicht schlecht finde, denn wie ihr wisst, muss ich ja immer mein Mantra runterbeten, wenn ich erstmal wissen will, wo Osten und wo Westen ist, obwohl es eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Das wäre eigentlich nicht schlecht, aber ein bisschen penetrant. Wir erkunden trotzdem die Gegend hier. Denn naja, es will ja nicht umsonst gemappt sein alles, ne? Oh, da unten ist ein weiterer Weg. Das hier fällt mir. Das hier fällt mir. So, wo sind wir hier? Sackgasse. Die Musik gefällt mir. Atmo ist bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Wobei es noch ein kleines bisschen beklemmender sein könnte, finde ich. Oh, da hing es gerade ein bisschen. Na, lässt du los? Brav. Braves Häschen. So. Ja. Ich finde es cool, dass wir hier wirklich auf alle diese Teile hier laufen können. Nettes Detail. Gefällt mir. So, da lang. Dupdidu.
Schalter. Ich weiß nicht, was er tut, aber ich lege ihn einfach mal um. Denn wir sind Abenteurer und Abenteurer betätigen Schalter. Das hat damals schon Grandy gesagt. Ich erinnere mich. Alles andere macht jetzt gar keinen Sinn. Ups. Kannst du mir bitte sagen, was du damit bezweckst? Du kannst doch hier nicht einfach irgendwelche Schalter umlegen. Keine Sorge, ich kenne mich in solchen Höhlen aus. Wenn man einen Schalter findet, sollte man ihn auch umlegen. Oh, Grandy. Na, hoff dir mal, dass du damit nicht... dass du es damit nicht umlegst. Oh, mir rennt jetzt weiter durch die Gegend. Aha! Ali Alligator, was ist denn da los? Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt betätigt habe. Jetzt sind wir hier? Ich glaube, das war zu vorhin. Na, das sieht witzig aus. Hm. Ein kleiner Wasserfall. So. Ja, gut, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt schon ein bisschen leid sei, dass wir jetzt die ganze Zeit rumrennen. Ich werde jetzt auch den Plot verfolgen. Beziehungsweise Ratzingers Gedönse an, was auch immer. Aber erst müssen wir darüber, weil da geht's weiter. Und da kriegen wir noch ein paar Sachen. Ich werde den richtigen Weg einschlagen. So, jetzt. Truhe. Vitamine. Vitamine. Ist euch aufgefallen, dass die Truhe schreit, wenn man sie anquatscht? 25%. Ja, prozentual finde ich gar nicht mal schlecht. Oh, speichern. Denn wir wissen nicht, wann Mikey mal wieder das Game breakt. Oder es, naja. Speaking of breaking. Na, das ist ja ein toller Zufall. Hey, das nenne ich Glück. Genau hier wollten wir hin. Wirklich? Hey, for reals. Wo sind wir denn nun? Das ist doch nicht die Kanalisation von Vidoris. Das hast du richtig erkannt. Dieser Ort ist viel älter als alles, was von Menschen erbaut wurde. Was redest du da für ein Zeug? Ach, schon gut. Jedenfalls hilft uns dieser Ort, den Menschen zu entkommen. Und wie soll das bitte funktionieren? Das werde ich dir jetzt zeigen. Ah, was ist das denn? Was ist denn das für ein Klotz? Das ist ein Astralgolem. Er verhindert das Eindringen von unautorisierten Personen. Der hier hat seine besten Tage aber auch schon hinter sich. Da bröckelt er schon auseinander. Ein Astralgolem? Das ist so viel für mich. Oh, mir wird schon wieder schwindelig. Stell dich nicht so an. Ich frage mich ohnehin, wieso du dich mit diesem ganzen Kram so gut auskennst. Auch später klären. Zieh das Schwert aus dem Mechanismus, damit wir weiterkommen. Du trägst die Verantwortung. Da, da, da. Dieses Schwert liegt wirklich sehr cool in der Hand. Wer hätte das gedacht? Spatenschwert erhalten. Können wir damit buddeln? Ich will gar nicht wissen, was das zu bedeuten hat. It's Playboy Bunny Time. Ja, Freunde, hier sind wir auch in dem innovativen, beziehungsweise in dem eigenen Kampfsystem. So, dann schauen wir mal. Im Kampf geht es Danke. Wir müssen es selbst herausfinden. Ich habe eigentlich nur auf die Oben-Unten-Taste gedrückt. Sollte man nicht machen, finde ich. Dafür sollte man die Bestätigen-Taste nutzen. Okay, angreifen. Astragoner. Zack. Ja, Freunde, dieses Kampfsystem ist definitiv aus der Grandia-Serie inspiriert. Beziehungsweise, welche Spiele haben noch derartige Kampfsysteme? Also, welche richtigen... Ja, ich wollte richtigen RPGs sagen. Es ist ein richtiger RPG. Welche kommerziellen RPGs, die da draußen sind, haben das auch? Das würde mich mal interessieren. Wir blocken mal. Verfehlt. Denn da war es nämlich auch so, eine Zeitleiste lief runter, je nachdem, welche Initiativewerte man hat oder Geschicklichkeitswerte. Und man konnte aber zwei verschiedene Arten von Angriffen durchführen. Nämlich einen normalen, der den Gegner so wie hier leicht zurückstößt. Oder eben einen schweren Angriff, der den Gegner komplett wieder zurücksetzt. So konnte man das Ganze richtig schön taktisch nutzen. Und naja, ich denke, das wird hier auch der Fall sein. Vermute ich jetzt mal, aber naja, wir konnten sie ja nicht lesen. Was haben wir noch? Wir hatten ja eigentlich gar nichts mehr, ne? Nee, überhaupt nicht. Na gut, dann greifen wir an und hauen auf die Omme drauf. 13. Naja, ich denke, wir machen ordentlich Schaden. Das wird schon okay sein. Ist der Golem leicht schneller? Yep, ist er.
Oh, da hat er einen Konterangriff gemacht. Nicht schlecht. Whimsicals. Sehr schön. Ja, Freunde, deswegen möchte ich von euch mal wissen, was haltet ihr von dem Kampfsystem? Naja, gut, so viel konnten wir jetzt nicht sehen, Dina. Ich hoffe einfach mal, dass es so ist wie das aus Grandia oder Grandia 2. Ja, eher aus Grandia 2. Weil das ist eins meiner absoluten Lieblingskampfsysteme. Mein All-Time-Favorite, kann ich eigentlich so stehen lassen. Ich habe bestimmt mal darüber gesprochen, muss aber eine Weile her sein. Wie gesagt, wir haben vieles zu diskutieren in dieser Folge. In die Kommentare! Na, du hau drauf. Möchtest du nicht endlich mal zu Boden gehen? Die Folge ist eigentlich auch schon wieder vorbei und so, ich muss noch, ich hab noch Termine und naja, also ich muss auch noch Frühstück machen und so andere Dinge, Toilette, Badezimmer, Müll rausbringen. Der Kerl ist ganz schön störrisch. Moment mal. Ich bin ja in einer neutralen Haltung. Ich sollte etwas offensiver spielen. Dann ras mal durch die Gegend. Ja, tu es. Well. Wir sind schneller und hauen hoffentlich ein bisschen mehr drauf. Wenn nun der Befehl Angriff und brate Gegner über 100% Trefferchance. Ja, ist okay. Oh. Hätte ich das die ganze Zeit machen sollen oder ist das jetzt Zufall? Sei. Dieser Sprite. Und allein, Freunde, allein das, diese Animation, lässt eigentlich schon darauf schließen, dass sich dieses Game nicht so megamäßig ernst nimmt. Weil wir hatten da eine Diskussion in der ersten Folge, was die Ernsthaftigkeit des Games angeht. Aber da diskutieren wir ruhig weiter. Ich habe es auch schon mit jemandem geschrieben. Ich möchte wirklich, dass die Leute, die auch skeptisch gegenüber diesem Game sind, mitdiskutieren, gerade bei den Sachen. Und auch die, die das Game mögen. Da werden richtig schöne Diskussionen entstehen. Da bin ich mir sicher. Und meine Freunde, nach dieser kleinen Kampfeinlage und naja, der ersten Erklärung von Ratzinger, du hast es noch ein ganzes Stückchen was zu erzählen. Beende ich auch diese Folge hier, der Epic Fail Saga, die Sage vom Heldentod. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Für noch mehr Videos, klickt die Links dort unten und bis dahin, rock your life, everybody! Cheerio! Na, da habe ich aber auch schon bessere Kämpfe gesehen.